Noch einmal Spannung pur hier bei Olympia und damit herzlich willkommen zur ersten von insgesamt 4 Partien. Heute die Slowakei gegen Lettland macht also den Auftakt, dann Finnland gegen Schweden im skandinavischen Duell. China trifft heute auf Kanada und die deutsche Mannschaft muss heute gegen den aktuellen Tabellenführer der Gruppe A bestehen, gegen die ungeschlagenen US-Amerikaner und Lettland. Die legen los wie die Feuerwehr. 50 Sekunden gespielt und Sembus Girgensons, der bringt die Letten in Führung. Wahnsinn. Und ich freue mich drauf für Lettland und für die Slowakei. Da geht es noch um einiges, denn bislang sowohl die Letten als auch die Slowaken mit 0 Punkten. Finnland und Schweden mit jeweils 6 Punkten auf Rang 1 bzw. 2. Und beide Mannschaften wissen, man kann eine direkte Viertelfinalteilnahme nicht mehr bewerkstelligen, aber man kann sich den dritten Platz noch schnappen und das in diesem Duell eben entscheidend. Der sich heute mehr Punkte holt, der wird am Ende auf Rang 3 stehen in dieser Gruppe C. In der Gruppe B, da haben wir ja bereits die Entscheidungen gestern gehabt. Russland mit 7 Punkten vor Dänemark, vor Tschechien und der Schweiz. Also man muss da auch noch mal sehen, Tschechien mit 6:5 gegen die russischen olympischen Athleten gewonnen. Das war eine wirklich spannende Partie. Dänemark schlägt auch die Schweiz mit 5:3. Weiterhin bin ich von den Dänen extrem überrascht. Und Dänemark, am Ende fehlt ein Fitzelchen, um möglicherweise sich direkt fürs Viertelfinale zu qualifizieren. Trotz alledem, man hat bislang den zweiten Platz. Also man steht in der Setzliste momentan sehr weit oben. Es kommt natürlich heute noch drauf an, wie spielt Deutschland, wie spielt Kanada, wie spielt die USA. Da ist noch viel Verschiebung möglich. Da wird noch viel möglich sein. Und was hier möglich ist, das zeigen die Letten auf mit einem wahnsinnigen Schuss hier von Teddy Blüger. Und der bringt einfach mal Lettland mit 2:0 gegen die Slowakei in Führung. Also das hatte schon ordentlich Bums, dieser Schuss. Und damit diese lettische Mannschaft also mit 2:0 in Führung. Cool da auf Blüger, der gerade eben den Hammer ausgepackt hat. Jetzt müssen die Slowaken ein bisschen wach werden. Jetzt muss man ein bisschen Gas geben. Jetzt muss man ein bisschen mehr tun nach vorne, als nur zu reagieren. Denn ja, wenn man diese Partie verliert, dann steht man auf dem letzten Platz. Und das war eine Riesenmöglichkeit für die slowakische Mannschaft, hier wieder zu verkürzen auf 1:2. Jingle, sie bleiben dran. Richard Bonnick, aber auch der wird vom Keeper geblockt. Und macht bislang einen guten Eindruck. Merslikins, der Torhüter von der lettischen Nationalmannschaft. Lettland aber wieder mit dem Zug zum Tor. Und die Scheibe dann aber auf einmal weg. Also das schon sehr, sehr, sehr interessant. Lettland mit ordentlich Hackengas, das muss man wirklich sagen. Lettland gibt da ordentlich Feuerkraft. Und Lettland macht ordentlich Zug zum Tor. Und erhöht auch hier auf 3:0. Wahnsinn. Also, so schnell kann es manchmal gehen. So schnell kann man sich manchmal so eine Führung aufbauen. Und Lettland unheimlich stark in dieser 12. Begegnung beider Mannschaften. 6-mal gewannen die Slowaken. 4-mal gewannen die Letten. 1-mal gab es ein Unentschieden. Und das ist ja heute bislang definitiv die Partie der lettischen Mannschaft hier im Capital Indoor Stadium in Peking, wo diese beiden Mannschaften heute aufeinandertreffen. Vorsichtig nochmal die Letten abholt, aber Jaroslav Halak jetzt mit der Übersicht. Es wird wichtig sein fürs gesamte Team, dass man hier einfach jetzt ein bisschen Sicherheit ausstrahlt vom eigenen Kasten. Dass man einfach ein bisschen
mehr in der Defensive tut, aber auch im Umkehrschluss natürlich mehr in der Offensive. Das wird selbstverständlich auch benötigt. Und so geht es aber erstmal mit der komfortablen 3:0 Führung der lettischen Mannschaft in diese erste Drittelpause. Also die Slowaken, das muss man festhalten, die haben faktisch diesen Start hier in diese Partie völlig verpennt. Kaum eine Möglichkeit nach vorne, nur zwei Schüsse, nur zweimal kam man im Endeffekt zum Abschluss. Und das könnte am Ende ja definitiv ein bisschen zu wenig sein. Aber wie gesagt, noch ist alles möglich. Noch ist alles drin. Und was die Letten gezeigt haben, das kann durchaus auch die Slowakei am Ende bewerkstelligen. Jetzt von links nach rechts, aber mehr Schlikins. Der ist zur Stelle und der macht weiterhin unglaublich starken Eindruck. Und Jerko auf Jaros, wieder auf Chera. Zaborski. Und Tomasz Tatar auf Pavlovs. Der abgelegt auf Rositis. Jetzt gibt es die Strafzeit gegen die Slowakei. Lettland damit erstmal mit 6 Feldspielern. Und das bringt natürlich wieder etwas Unruhe rein. Tomasz Jerko, der da erstmal für 2 Minuten auf die Strafbank muss. Und das bedeutet Überzahlchance für die lettische Mannschaft. Und das bedeutet die Möglichkeit, hier vielleicht auf 4:0 zu erhöhen. Aber erstmal die Chance in Unterzahl für das slowakische Team. Und in Unterzahl. Das ist unglaublich. War man sich da auf lettischer Seite möglicherweise ein Ticken zu sicher? Das ist die große Frage. Auf jeden Fall. Die Slowakei in Unterzahl. Kommt man hier ran? Und dann steht es auf einmal nur noch 1:3 aus Sicht der slowakischen Mannschaft. Hälfte der Überzahl ist auch schon vorbei. Lettland wirkt momentan ein bisschen behemmt. Balcers auf Ansons. Jetzt muss man nochmal mit Bedacht in diese Partie hineingehen. Lettland also jetzt nochmal umso mehr gefordert. Hulda. Da ist Ansons. Quer gelegt und er war schön gespielt. Lettland auf 4:1. Und das war ein lupenreiner Abschluss. Und dann also die 3-Tore-Führung wiederhergestellt. Hälfte der Partie ist gleich vorbei. Trotz alledem, die Slowaken haben gezeigt, dass man eigentlich über das Potenzial verfügt, Lettland hier auch gefährlich werden zu können. Czepanik, Czekera, Zaborski. Aber es fehlt aktuell ein wenig an Durchsetzungsvermögen. Es fehlt auch ein wenig Scheibenglück.
Und Jürgensons im Zweikampf gegen Gerard Jarros. Da ist einiges los. Aber eben der Abschluss für die Slowaken, der bleibt momentan aus. Den braucht man hier zwingend. Rotsitis. Und Jarros. Auf Tomasz Tatar. Pavlovs. Jara. Dann ist es Marcinko. Und gegen sonst. Also, zweites Drittel. Nicht mehr ganz so fulminant wie Durchgang Nummer 1. Beide Mannschaften haben sich jetzt ein bisschen gefestigt. Beide Mannschaften haben sich ein wenig zurückgezogen. Und die Slowakei nochmal mit der halben Möglichkeit. War nicht ein wirklich guter Abschluss. Aber zumindest mal mit einer kleinen Gelegenheit. Kurz vor Ende des Mittelabschnitts. Drei Tore braucht man jetzt. In diesem Schlussabschnitt Lettland weiterhin, zumindest Schüsse technisch, oben auf. Zeit in der Offensive, das hat man sehr gut ausgemerzt. Also die Slowakei hat da deutlich mehr in die Offensive investiert, im Mittelabschnitt. Trotz alledem, es reicht bislang nicht. Und da muss noch ein bisschen mehr kommen. Jarros auf Tomasz Tatar. Das ist Girkinsons. Wieder Tatar, Scheibe auf Jarros. Also lassen die Scheibe gut laufen, aber der Abschluss. Das ist so das große Manko bisweilen bei der slowakischen Mannschaft. Die ohnehin bislang bei diesem olympischen Turnier erst drei Treffer erzielt haben. Oh, da ist es! Tomasz Tatar mit dem zweiten Tor für die slowakische Mannschaft. Und damit verkürzt man noch einmal den Abstand entsprechend. Man unterlag 1:4 gegen die Schweden und zum Auftakt 2:6 gegen Finnland. Also drei Tore in zwei Spielen. Das ist natürlich gerade fürs Eishockey viel, viel zu wenig. Und auch bei den Damen stehen die Halbfinals fest. Ohoho, Lettland setzt nach. 5:2. Und das sieht bei den Letten so einfach aus. Das sieht bei den Letten einfach so leicht aus. Zemgus Girgensons. Spielerisch. Und nach dem Anschluss oder nach dem Verkürzungstreffer der Slowaken gibt es hier direkt die Antwort der lettischen Mannschaft. Und das macht halt bislang einfach den Unterschied. Und auch hier der nächste Angriff. Die Schüsse mit wesentlich mehr Elan, mit wesentlich mehr Effekt und wesentlich mehr erfolgsversprechend als die der Slowaken bislang. Diese Folge erscheint heute gegen 11 Uhr oder 12 Uhr. 12 Uhr, die nächste um 1. Dann die nächste um 2 und um 3. 3 Uhr dann die USA gegen Deutschland. Abschlussspiel der Hauptrunde. Ich glaube, das wird eine sehr schwere Partie, denn man hat es gesehen, auch gegen die Chinesen hat sich Deutschland relativ schwer getan teilweise. Nach der komfortablen 3:0-Führung, als man dachte, okay, das wird relativ easy, gab es dann doch nochmal zwei Treffer für die Chinesen und dann einige gute Momente für die Gastgebermannschaft, hier doch nochmal den Ausgleich zu erzielen. Und dann noch einmal die Slowakei mit Schlickins. Und das ist eben das Problem. Wir sehen es immer wieder. Die Slowaken wollen abschließen. Die Slowaken wollen da nach vorne. Und es ist aber immer irgendjemand von der lettischen Defensivmannschaft dran, der die Scheibe abfälscht. Der es den Letten unglaublich einfach macht, so einen Schuss dann zu entschärfen. Brüder Rubinsch. Da ist Rev Pavlov. Rev Pavlovs.
Und dann setzen sie sich wieder durch. Also auch das Zweikampfverhalten. Die Slowaken, sie wirken ein bisschen behäbig. Sie wirken ein bisschen zurückhaltend. Und sie wirken nicht so, als hätte man dieses Spiel auch nur von Anfang an im Ansatz unter Kontrolle. Lassen die Letten gewähren. Und dieses 6:2 damit für mich nicht wirklich überraschend. Oho, aber direkt die Antwort. Die hätte es gebraucht von Seiten Lantosis. 4 Minuten haben wir noch. Salicki, Marcinko. Scheibe geht aber wieder nach draußen und deshalb Neuaufbau gefordert für das lettische Team. Und nach dieser Partie kommt es dann zum Duell Finnland gegen Schweden. Also auch da sehr interessant. Da geht es nämlich darum, wer holt sich den Gruppensieg in dieser Gruppe C. Die Letten also virtuell zumindest auf Rang 3. Ich glaube ja eher, dass die Slowakei gewinnen wird. Ist mein Tipp. Ergebnis kann ich nicht sagen. 4-1 vielleicht, weiß ich nicht. Aber die Slowaken erscheinen mir dann zumindest beim wirklichen olympischen Turnier ein wenig spritziger, ein wenig hungriger. Und hier hat man es heute einfach versäumt auf slowakischer Seite. Dass man Lettland am Ende schlagen kann. Jetzt mal ein ordentlicher Schuss, der tatsächlich sehr, sehr selten durchgeht. Letzten 20 Sekunden. Dann nochmal Halak. Thomas Tatar, aber es wirkt alles nicht wirklich zielstrebig. Slowaken unter Stress, Slowaken unter Druck. Und damit kann man heute nicht zurechtkommen. Damit konnte man heute nicht umgehen. Und dementsprechend gewinnen die Letten hier virtuell mit 6:2. Daumen nach oben. Würde mich freuen. Würde mich freuen. Es geht weiter mit der Partie. In einer Stunde zwischen Finnland und Schweden. Danach China gegen Kanada und zum Schluss die USA trifft auf die deutsche Mannschaft. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Bloody LP.